Spät am nächsten Morgen saß ich mit Petra, Narbengesicht sowie Frau Simon und Herrn Mack in der Cafeteria der Poliklinik. Die Versehrten, zumindest einige von ihnen, vermutlich die, die gerade nichts zu tun hatten, hielten sich in unserer Nähe auf und warfen uns neugierige Blicke zu. Es wunderte mich, dass Gustav nicht hier war. Man hätte doch meinen sollen, dass ihn dieses erste Treffen der Anführer der beiden Parteien interessieren würde, zumal er so große Hoffnung darauf setzte, dass diese beiden Gemeinden voneinander profitieren konnten. Frau Mack und Herr Simon waren mit nur einer kleinen Delegation gekommen, mit 4 oder 5 Mann vielleicht. Gerade genug, um, wie versprochen, die Wechselrichter und die Kleidung mitzubringen, die sie mir am Anfang meiner Gefangenschaft im Hochhaus abgenommen hatten. Ich hatte die Jutetasche, in der sie sich befand, nicht geöffnet, aber ich war mir sicher, dass sie sauber war. Die einbeinige Sonja war nicht mitgekommen. Ich schätzte, dass sie jemand war, der lieber draußen auf Patrouille seinen Beitrag leistete, anstatt sich zu einem Palaver zu treffen. Was das Palaver anging, kann ich nur sagen, dass Petra und Frau Simon sofort einen Draht zueinander gefunden hatten. Frau Simons offensichtliche Schwangerschaft war dabei alles andere als ein Hindernis gewesen. Das wortkarge Narbengesicht und der zivilisierte Herr Mack hatten etwas länger gebraucht, um miteinander warm zu werden. Aber jetzt, nachdem sie sich bei Instant-Kaffee und Dosenfleisch eine halbe Stunde lang beschnuppert hatten, lief dieses erste Gespräch nicht schlecht. Das freute mich für Gustav, aber auch für alle anderen, denn mit vereinten Kräften sah die Lage für die beiden Parteien nicht mehr ganz so verzweifelt aus. Ich hörte ihnen aufmerksam zu, wie sie sich langsam aneinander herantasteten und nach einer Weile dazu übergingen zu besprechen, wie sie einander von Nutzen sein konnten. Wie es zu erwarten gewesen war, stellten sie recht bald fest, dass das hohe Volk über größere Arbeitskraft, Wehrhaftigkeit und Waffen verfügte als die Versehrten der Poliklinik. Die Versehrten allerdings bewohnten ein vielfach größeres Gebäude, das sich noch dazu viel näher am Neckar befand, was eine bequeme Wasserversorgung sicherstellte. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass Frau Simon und Herr Mack die letzten Jahre hauptsächlich in dem bienenstockartigen Hochhaus verbracht hatten, wie groß, wie riesig musste ihnen da der weitläufige Komplex der Poliklinik vorkommen. Die Versehrten brauchten Schutz und das hohe Volk brauchte einen sicheren Platz für seinen zahlreichen Nachwuchs. Ich konnte noch immer keine Schätzung abgeben, wie zahlreich diese Leute tatsächlich waren, aber nach allem, was ich dort gesehen hatte, wusste ich, dass ihre Zahl groß sein musste. Vielleicht hatte Gustav ja recht. Vielleicht würde es ihnen gemeinsam gelingen, die Poliklinik und die Umgebung in einen sicheren, lebenswerten Ort zu verwandeln, einen, der dazu geeignet war, zukünftigen Generationen von Menschen ein Heim zu sein. Was meinst du dazu? Was? Wir haben über Ackerbau und Gärten gesprochen. Petra sah mich prüfend an und auch die anderen, die vergessen zu haben schienen, dass ich mit am Tisch saß, wandten sich mir zu. Ich war in Gedanken, aber Ackerbau und Gärten klingen großartig. Frau Simon schmunzelte, Herr Mack schenkte sich Kaffee nach, Narbengesicht sah leicht verärgert aus, was er eigentlich immer tat, und Petra sagte, »Weißt du, ich glaube, wir verstehen uns alle ganz gut.« Sie machte eine Geste in den Raum hinein und ich sah schnell, was sie meinte. Die Mitglieder des Begleitschutzes für Frau Simon und Herrn Mack hatten sich unter die Versehrten gemischt und führten ihre eigenen, angeregten Gespräche. »Ich glaube nicht, dass wir dich als Aufpasser brauchen. Wieso gehst du nicht und siehst nach Gustav?« Wollte sie mich tatsächlich wegschicken wie ein unaufmerksames Kind, das es nicht mehr am Tisch der Erwachsenen aushielt, weil es spielen wollte? Instinktiv wollte ich widersprechen, aber sie hatte recht. Mir war es genug zu wissen, dass die Verhandlungen unter einem guten Stern standen. Die Details interessierten mich eigentlich nicht. Ich griff mir die Jutetasche, verabschiedete mich knapp und verließ die Cafeteria.
Als erstes ging ich in mein Zimmer und schüttelte den Inhalt der Tasche auf mein ungemachtes, miefiges Bett. Die Kleidungsstücke waren tatsächlich frisch gewaschen, und ich nahm zur Kenntnis, dass sie auch ausgebessert worden waren und dass sie mir einige zusätzliche Garnituren, Socken, Unterwäsche und einen dünnen Pullover hatten zukommen lassen. Vermutlich war das eine Art Entschuldigung für die Ungemach des Vortages. Ich fand das ein wenig mickrig. Deshalb beschloss ich, die Sachen, die ich jetzt am Leib trug, nicht zurückzugeben und sie als Ersatz zu behalten. Aber jetzt im Moment wollte ich vorerst meine eigene Kleidung wieder tragen. Als ich die Tür schloss, um ein wenig Privatsphäre zu haben, fiel mein Blick auf meinen Rucksack, die Armbrust und mein Gewehr. Sie hatten uns die Rucksäcke und die restliche Ausrüstung ausgehändigt, als wir das Hochhaus verlassen hatten. Ich verspürte den Drang, die Gegenstände an mich zu nehmen und die Poliklinik hinter mir zurückzulassen. Noch nicht, sagte ich mir. Ich ging los, um Gustav zu suchen. Ich fand ihn im Treppenhaus, wo er einen Schaltschrank geöffnet hatte und damit beschäftigt war, die Wechselrichter oder zumindest einige von ihnen mit der bereits vorhandenen Elektrik zu verkabeln. Was ich nicht erwartet hatte, war, dass drei Mitglieder des hohen Volkes, zwei junge Männer und eine Frau um die 30, ihm bei der Arbeit zur Hand gingen. Als er mich bemerkte, hielt er in seinem Tun inne, zeigte mit der Spitze seines Schraubenziehers auf mich und sagte, »Ah, da bist du ja. Wie läuft es oben?« »Läuft gut. Sie vertragen sich scheinbar nicht schlecht.« »Es ist doch super. Ich habe auch nichts anderes erwartet.« »Das sind Mark, Leon, Mara. Mara ist Elektrikerin.« Die drei nickten mir zu und lächelten höflich. Dann ergriff Mara das Wort. »Ich habe viel von den Installationen im Hochhaus gemacht. Ich frage mich, ob sie Herrn Mack ebenfalls beim Einrichten seines Kamerasystems geholfen hatte. Beeindruckende Leistung, muss ich sagen. Sie schien erfreut über diese kleine Freundlichkeit zu sein, denn sie lächelte, etwas scheu zwar, aber ehrlich, soweit ich das sehen konnte. Auch ihre beiden Begleiter nickten anerkennend. Einer sagte, »Ja, das hat sie echt drauf.« Gustav fiel in die Respektsbekundungen mit ein. »Toll, was?« Dann fiel er um und begann zu zucken. »Scheiße«, rief ich, »er hat einen Anfall.« Die drei waren reflexartig auseinandergesprungen. Natürlich war Anfall das falsche Wort für das, was Gustav gerade durchmachte, aber um es ihnen zu erklären, war keine Zeit. Der verdammte Idiot hatte sich selbst zu weit getrieben. »Du, Elektrikerin Mara, halte seinen Kopf fest und versuche ihn davon abzuhalten, sich auf die Zunge zu beißen. Ihr beide«, ich zeigte auf die zwei, »haltet seine Arme und Beine fest.« Sie reagierten überraschend schnell auf meine Anweisungen und gaben mir so die Möglichkeit, Gustav zu durchsuchen. Es dauerte ungefähr 5 Sekunden, bis ich die Ampulle in einer und die Spritze in einer anderen Tasche gefunden hatte. In der Ampulle befanden sich nur noch wenige Tropfen der Flüssigkeit. Shit. Ich hatte nie mit ihm über die konkrete Dosierung gesprochen. Mit dem Daumen schob ich die mintgrüne Kappe von der Nadel und zog die Spritze auf. Die leere Ampulle ließ sich achtlos fallen, dann rammte ich ihm die Spritze in den Oberschenkel und drückte den Kolben nach vorn. Es dauerte 1 Minute, bis es besser wurde. Es war auch schon mal schneller gegangen. Er musste das Zeug ganz schön gestreckt haben. Diese Vermutung bestätigte sich, als es langsam deutlich wurde, dass die Krämpfe zwar schwächer geworden waren, aber nicht vollständig aufhören wollten. Als sie nach einer Weile wenigstens so weit nachließen, dass man den Arzt nicht mehr festhalten musste und sicher sein konnte, dass er sich nicht selbst verletzen würde, brachten wir ihn in sein Zimmer. Als er dann nass geschwitzt und blass und mit schmerzverzerrtem Gesicht in seinem Bett lag, wandte ich mich an Mara. »Meinst du, du kannst mit der Arbeit weitermachen?« Sie war ebenfalls blass, allerdings längst nicht so blass wie Gustav. Der Anblick des so plötzlich zusammengebrochenen Arztes war ihr nahegegangen. Mir auch, aber ich kannte das ja schon. Schließlich nickte sie nur und ging hinaus. Ihre beiden Freunde folgten ihr zögernd. Einer wollte noch etwas sagen, tat es aber nicht. »Besorgt mir bitte jemanden, der auf ihn aufpasst«, rief ich ihnen hinterher. Dann wandte ich mich an Gustav.
War das deine letzte Ampulle? Er nickte schwach. Scheiße. Ich musterte ihn. Er war schon immer dünn gewesen. Jetzt wirkte er abgezehrt und hohl, wie jemand, der seit Jahrzehnten bei Wasser und Brot in einem Kerker gehalten worden war. Gibt es noch andere Mittel, die es etwas besser machen? Als er antwortete, war seine Stimme brüchig und rau, und er hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Irgendwas mit Paracetam oder Diazepam oder vielleicht auch Clomethiazol. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Keine Ahnung. Und wenn, dann nützt Symptome. Als nach einigen Minuten endlich zwei Versehrte in Begleitung von einer besorgt dreinschauenden Petra hereinkamen, hatte sich eine tiefe Verzweiflung in Gustavs Gesicht breit gemacht. Er tat nichts anderes mehr, als mit leeren, fiebrigen Augen an die Decke zu starren und langsam, aber unaufhörlich in einer verneinenden Geste den Kopf zu schütteln. Mit knappen Worten informierte ich sie darüber, was passiert war. Sie würde auf ihn aufpassen, so gut sie konnte. Ich ging zurück in mein Zimmer und schnappte mir meine Sachen. Es ging einfach nicht. Ich konnte es einfach nicht. So sehr ich auch Mariam und Wanda einholen wollte, in diesem Zustand konnte ich Gustav hier nicht zurücklassen. Mit meinen Waffen und dem Rucksack über den Schultern ging ich zurück in die Cafeteria. Frau Simon und Herr Mack saßen noch am selben Tisch, an dem ich sie verlassen hatte, und sahen mir mit neugierig besorgten Gesichtern entgegen. Einer der jungen Männer aus dem Treppenhaus war bei ihnen. Sicher hatte er ihnen erzählt, was vorgefallen war. »Wissen Sie, wo Sonja ist? Sie muss mir zeigen, wo sie die toten Kinder gefunden hat.« Die Luft war überraschend warm, als ich das Gelände der Poliklinik verließ. Der Schnee war zurückgewichen und existierte nur noch in immer kleiner werdenden Inseln, die sich eher dreckig als weiß vom matschig nassen Braun der Erde und dem Grau des Asphaltes und der Gebäude abhoben. Alles verschwindet irgendwann. Es war Herr Mack gewesen, der mir mitgeteilt hatte, dass Sonja mit ein paar Leuten unterwegs war, um im Großmarkt zu plündern. Wenn ich mich recht erinnerte, war der Fundort der Leichen nicht weit von dort weg. Herr Mack hatte mir den Weg recht gut beschrieben. Er führte am Hochhaus des Hohen Volkes vorbei, und im Grunde musste ich nur dem Straßenverlauf folgen, um den Großmarkt nach ein paar Kilometern zu meiner Linken zu finden. Den Weg zum Hochhaus kannte ich ja schon, also würde ich vermutlich keine Probleme damit haben, Sonja aufzuspüren. Natürlich sollte ich mich rechtzeitig zu erkennen geben, um zu vermeiden, aus Versehen über den Haufen geschossen zu werden. Den Straßenbahngleisen folgend stapfte ich los und musste aufpassen, dass ich den inneren Drang, mich völlig zu verausgaben, um alles zu beschleunigen, nicht folgte. Trotzdem hatte ich das Hochhaus des Hohen Volkes recht schnell erreicht. Draußen im näheren Umkreis konnte ich keinen von ihnen entdecken, aber die leisen Geräusche von Leben drangen von dem Gebäude bis an meine Ohren. Ich versuchte, die Kameras zu entdecken, die sie installiert hatten, um ihr Gebiet zu sichern, aber es gelang mir nicht. Mit jedem Schritt, den ich tat, wurden die Geräusche leiser, und als ich dann die Bebauungsgrenze hinter mir gelassen hatte und sich rechts und links von mir verwilderte Gärten und Felder erstreckten, die nur durch die Straße, auf der ich mich befand, zerteilt wurden, war gar nichts mehr zu hören. Trotz des Druckes, den ich verspürte, trotz meinem Wunsch, Gustav zu helfen, fühlte ich in dem Moment, in dem ich nur von der winterlich kargen Natur umgeben war und keine Menschen um mich herum hatte, eine Last von mir abfallen. Vielleicht hätte ich das alles damals gar nicht erst anfangen sollen, das mit den Degenerierten, mit Wanda, Thomas und Mariam und allen, die nach ihnen kamen.
Vielleicht hätte ich einfach immer weiterlaufen sollen, so wie ich es jetzt tat. Einfach nur laufen. Aber es war zu spät, um darüber nachzudenken. Nicht nur ich hatte die Leben verändert, in die ich getreten war. Diese Begegnungen hatten auch mich verändert. Irgendwo bellten Hunde. Nicht so nahe, dass es mich beunruhigte, aber doch nahe genug, um mich dazu zu bringen, mich wieder auf meine Umgebung zu konzentrieren und das Denken zu verschieben. Ohnehin tauchten die ersten Gebäude des Nachbarortes in meinem Sichtfeld auf, und der Großmarkt konnte nicht mehr weit sein. Tatsächlich erwies sich Herrn Max Wegbeschreibung bald als korrekt. Einmal mehr, so wie ich es schon die ganze Zeit getan hatte, wiederholte ich die Namen der Medikamente, die Gustav mir genannt hatte. Privara, Setam, Diazepam, Clomethiazol. Dann wiederholte ich sie nochmal. Privara, Setam, Diazepam, Clomethiazol. Dann erregte irgendetwas zu meiner Linken meine Aufmerksamkeit. Nach links hin, nach Westen, fiel der Boden von der Straße aus gesehen etwa 2 Meter nach unten hin ab. Dort unten, in ungefähr 80 Metern Entfernung, sah ich die vermummte Gestalt der einbeinigen Sonja und die Gestalten von 3 weiteren Mitgliedern des hohen Volkes, die ihre Gesichter ebenfalls mit Tüchern verhüllt hatten. Ich war versucht zu rufen, um mich zu erkennen zu geben, aber ich ließ es bleiben. Stattdessen ging ich noch einige Meter weiter die Straße entlang, bis ich zu einer Kreuzung kam, von der aus eine weitere Straße abzweigte, die zuerst zum Großmarkt und dann weiter zur Autobahn führte. Zumindest behauptete das große, verwitterte, ehemals blaue Schild auf der Hauptstraße rechts von mir. Die Vermummten hatten einen Karren dabei, und es war tatsächlich gut möglich, dass es sich dabei um den Fahrradanhänger handelte, den ich erbeutet hatte, kurz bevor sie begonnen hatten, mich zu jagen. Lustig. Aber das spielte jetzt keine Rolle, denn während ich die abzweigende Straße hinab auf sie zuging und beobachtete, wie sie ihr Plündergut in den Karren und in ihre Rucksäcke luden, hatte ich anderes im Kopf, als mich darüber zu ärgern. Immerhin waren sie praktisch veranlagt. Als ich nur noch wenige 10 Meter von ihnen entfernt war, kamen noch 2 weitere aus dem Großmarkt heraus, ebenfalls schwer mit Kartons und Kanistern beladen. Ich hielt den Inhalt für Orangensaft oder Orangensaftkonzentrat, aber das war auf die Entfernung schwer zu sehen. Es waren also mindestens 6. Langsam war es an der Zeit, mich ihnen zu erkennen zu geben, bevor einer von ihnen nervös oder erschrocken auf mich reagieren würde. Ich hob also den Arm und rief ihren Namen. Schneller als ich es erwartet hatte, waren sie in Hab-8-Stellung, ihre Pistolen gezogen und hinter dem mickrigen Karren und ihren Rucksäcken in Deckung gegangen. Ihre Blicke suchten nach dem Rufer und schließlich fanden sie mich. Ich winkte ihnen und eine Sekunde später hatten sie sich wieder entspannt. Ich konnte sehen, dass Sonja etwas zu ihren Begleitern sagte. Dann begann sie mir entgegenzulaufen, während die anderen sich wieder ihren Aufgaben zuwandten. Wir trafen uns auf der Zufahrtsstraße zum Gelände des Marktes. Einmal mehr staunte ich kurz darüber, wie gut sie sich trotz ihrer Beinprothese bewegen konnte. Mit knappen Worten berichtete ich ihr, was passiert war und warum sie mir zeigen sollte, wo die Vampire ihre Opfer getötet und ausgeblutet hatten. Das Gesicht unter ihrem kahlgeschorenen Schädel war skeptisch. »Wir haben dort bereits alles durchsucht. Glaubst du wirklich, dass du einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort finden wirst?« »Ich kann es wirklich nicht sagen, keine Ahnung, aber versuchen muss ich es. Wenn ihr hier fertig seid, meinst du, du könntest einen oder 2 von deinen Leuten in die Apotheken der Umgebung schicken, damit sie nach Privaracetam, Diazepam oder Clomethiazol suchen? Und falls sie etwas finden, könnten sie es dann zur Poliklinik bringen? Zu Gustav?« »Ahmed!«
rief sie einen ihrer Männer herbei. Sie gab ihm die entsprechenden Anweisungen und ließ ihn die Namen der Medikamente noch dreimal wiederholen, bevor sie ihn losschickte. »Danke sehr«, sagte ich. Sie nickte nur. »Warte hier.« Sie ging zurück zu ihren Leuten, um sich mit ihnen zu besprechen, aber es dauerte nicht lange, bis sie wieder bei mir war. »Ich glaube zwar nicht, dass es dich weiterbringen wird, aber ich bin bereit, dir die Stelle zu zeigen.« Als wir unser Gespräch begonnen hatten, hatte sie den Schal, den sie sich um den Kopf gewickelt hatte, der Höflichkeit halber abgenommen, und ich konnte sehen, dass sie einen düsteren, harten Gesichtsausdruck zur Schau trug. Mir war bewusst, dass es nicht einfach für sie sein konnte, mich zu dem Ort zu führen, an dem ihr Kind getötet worden war. Aber ich wusste auch, dass diese Tatsache gleichzeitig eine Motivation für sie darstellte. Sie wollte daran glauben, dass wir dort einen Hinweis finden konnten. Einen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Mörder ihrer Tochter. Sie würde mich nicht nur dorthin führen, sondern sie würde auch die Augen nach jedem möglichen Strohhalm, der sich bieten mochte, offen halten. Wir liefen schweigend und wir brauchten nicht lange. Es war nur ein halber Kilometer, den wir durch die nächste Ortschaft gehen mussten, um das Haus zu erreichen. Dort stellte sich heraus, dass ich mich geirrt hatte, was Sonja anging. »Hier ist es, aber ich kann einfach nicht da reingehen. Einmal war schlimm genug, ich...« Ich sagte ihr, dass es okay sei. »Es ist unten, im Keller.« Ich betrachtete den Hauseingang. Den Krieg hatte das Gebäude unbeschadet überstanden, aber jemand, ich wusste nicht, ob es die Vampire oder die Leute vom hohen Volk gewesen waren, hatte die Haustür aus den Angeln gerissen. Sie lag einige Meter vom Gebäude entfernt auf dem Boden. Es war eine verdammte Schande, dass es Frühling wurde, dachte ich. Nichts mehr mit Reifenspuren, denen man folgen konnte. Ich ließ meinen Rucksack, das Gewehr und die Armbrust bei Sonja zurück und nahm nur die Pistole und die Taschenlampe mit nach unten. Erde und Steinchen klebten an den Sohlen meiner Stiefel und knirschten jetzt hässlich, als ich die Treppe nach unten ging. In diesem Moment fühlte ich mich nicht besonders bedroht. Was mich viel mehr beunruhigte, war die Möglichkeit, dass ich etwas Wichtiges übersehen könnte. Ich ermahnte mich, gründlich zu sein. Unten befanden sich drei Türen. Auf zwei von ihnen war ich die Treppe hinab zugegangen und eine andere befand sich rechts von mir, direkt neben den Fahrrädern von zwei Erwachsenen und drei Kindern, die dort unter der Treppenschräge abgestellt worden waren vor einer Ewigkeit und die nie wieder jemand brauchen würde. Bei dieser Tür fing ich an. Ich drückte die Klinke nach unten und verzog verärgert das Gesicht, als die Tür ein lautes Quietschen von sich gab und dann aufschwang. Dieser Teil des Untergeschosses wurde tatsächlich als Keller genutzt und mit Dachlatten hatte man einzelne Abteile geschaffen. Das verriet mir ein schneller Blick und das zu erkennen hatte nur den Bruchteil einer Sekunde gedauert. Auf das, was einen weiteren Sekundenbruchteil später folgte, war ich allerdings nicht vorbereitet gewesen. Ein Fauchen, ein Quieken, das Trampeln unzähliger kleiner Füße und eine amorphe, wogende Flut kleiner Lebewesen, die versuchten, sich vor dem Licht meiner Taschenlampe in Sicherheit zu bringen. Ratten. Froh, dass sie nicht in meine Richtung kamen, zog ich die Tür schnell wieder zu. Widerliche Viecher, aber es war schon logisch. Ich hatte den Umriss eines Gefrierschrankes erkannt, dessen Tür offen gestanden hatte. Natürlich, ohne Strom kühlte das Ding nicht mehr. Wenn es nicht mehr kühlte, dauerte es nicht mehr lange, bis der Zersetzungsprozess einsetzte und die entstehenden Verwesungsgase mussten die Tür aufgedrückt haben.
Die Nagetiere mussten schon vor Jahren alles weggefressen haben. Aber da sie nun schon einmal da waren, konnten sie diesen Keller auch gleich zu ihrem Bau deklarieren. Ich wandte mich der nächsten Tür zu. Eine Waschküche und daran angeschlossen ein Heizraum. An den etwas über Kopfhöhe gespannten Wäscheleinen hing nur noch ein einzelnes Handtuch. Eine Tür war noch übrig. Jemand hatte das Schloss aufgebrochen. Ich wappnete mich innerlich und betrat die kleine Souterrainwohnung, die dahinter lag. Etwas Tageslicht fiel durch die winzigen, hoch in den Wänden angebrachten Fenster. Seine Toten hatte das hohe Volk natürlich bereits geholt und irgendwo beerdigt. Das hatte ich nicht anders erwartet. Mit einem Mal war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich hier nicht meine Zeit verschwendete. Ich sah mich in der Wohnung um. Dabei versuchte ich, die auf gespenstische Art nicht vorhandenen Blutspuren und die grässlichen Bilder, die sich in meinem Hirn ob dieser Tatsache umso stärker breit gemacht hatten, so gut es ging, außer Acht zu lassen. Die Wohnung wirkte wie die eines verwitweten Rentners. Sie war, vom allgegenwärtigen Staub natürlich abgesehen, sehr, sehr ordentlich und schlicht eingerichtet, beinahe karg. Der Herd, die Spüle und die Schränke in der Küche waren schon vor dem Krieg alt gewesen. Dasselbe galt für die Einrichtung des Schlafzimmers. Das schmale Bett, das den kleinen Raum beherrschte, war noch tadellos gemacht und, wo ich in anderen Wohnungen, in die ich im Laufe der Zeit eingedrungen war, um zu plündern oder zu übernachten, herumstehendes Geschirr, schimmelsporige Essensreste und halbgelesene Bücher und Zeitschriften vorgefunden hatte, so war hier alles tadellos. Soweit ich es sehen konnte, hatten die Vampire nichts, aber auch gar nichts zurückgelassen. Ich öffnete einen der Schlafzimmerschränke. Er war leer. Ich öffnete den nächsten auf der anderen Seite des Bettes. Ebenfalls leer. War das nicht seltsam? Ich zog den Bettkasten heraus und das Licht der Taschenlampe warf tanzende Schatten im Halbdunkel. Auch der Bettkasten war leer, wenn man von einem paar alter Filzpantoffeln absehen wollte. Ich ging zurück in die Küche. Der alte Kühlschrank war ebenfalls leer und er war ausgewischt worden. Jetzt erst fiel mir auf, dass kein Nagetier seinen Weg in diese Wohnung gefunden hatte. Kein Ratten- oder Mäusekot. Ich zog einen der drei Stühle, die unter den Küchentisch geschoben worden waren, hervor und setzte mich für einen Moment. Keine Kleidung, keine Lebensmittel. Von hier war während des Krieges niemand geflohen. Dafür wirkte die Abwesenheit dieser Dinge zu beabsichtigt. Aber ausgezogen war auch niemand. Die Möbel waren ja noch da. Es war eher so, als ob jemand für einen längeren Urlaub gepackt und seine Wohnung vorher in Ordnung gebracht hätte. Gut, nehmen wir an, dass das stimmt. Was bedeutet das dann? Als ich gerade aufstehen wollte, um Sonja zu sagen, dass ich hier nicht vorankam und noch eine Weile brauchen würde und dass sie ruhig gehen könne, stieß ich mit meinem linken Fuß gegen etwas. Das Etwas fiel um und das Geräusch, das entstand, hatte die akustische Textur von Plastik und etwas Metall. Ich leuchtete mit der Lampe unter den Tisch. Ein Putzeimer, grün und mit einem Drahthenkel. Ich ging in die Knie, hob ihn auf und schaute hinein. Die vier Lappen, die sich darin befanden, waren feinsäuberlich zusammengelegt worden, und als ich sie einen nach dem anderen auseinanderfaltete, konnte ich braune, größtenteils getrocknete Blutflecke und schwarze Staubflusen entdecken.
Nur in der Mitte, entlang des Falzes, der durch das Zusammenlegen entstanden war, gab es bei einem Lappen noch einen winzigen Rest von Feuchtigkeit. Ich rieb mit dem Daumen darüber und roch daran. Ein Hauch von angetrocknetem Putzmittel. Ich sprang auf. Schnell ging ich ins Badezimmer hinüber. Tatsächlich. Während alles andere, jeder andere Raum in der Wohnung staubbedeckt war, so war das Badezimmer doch geputzt worden. Ich ging zur Wohnungstür und rief nach Sonja. »Sag mal, Sonja, als ihr eure Toten geholt habt, habt ihr da geputzt?« Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie mir antwortete, und als sie es tat, konnte ich ihrer Stimme anhören, dass sie mich für völlig bescheuert hielt. »Nein, warum sollten wir das tun?« Ich ging hoch zu ihr und erklärte ihr, was ich gefunden hatte. »Aber nochmal, warum sollten Sie das tun? Wenn Sie nicht hierbleiben wollten, warum sollten Sie das tun?« fragte sie mich. »Vielleicht ist es ja gar keine Frage der Logik, sondern der Gewohnheit.« Ich räusperte mich und fuhr fort. »Es muss nicht rational sein. Die Frage ist doch, wer so etwas tun würde. Ich denke, dass der Besitzer dieser Wohnung oder von mir aus auch der ehemalige Besitzer einer der Vampire ist. Das würde auch erklären, warum sie ausgerechnet diese Wohnung ausgesucht haben.« »Ja, schön und gut, aber was nutzt uns das jetzt?« Da hatte sie mich. Mir fiel keine Antwort ein. Je länger ich brauchte, um mir eine Antwort auszudenken, desto verächtlicher wurde der Gesichtsausdruck, mit dem sie mich musterte. Schließlich sagte ich, »Ich werde schon noch dahinter kommen. Du brauchst hier nicht warten. Ich sage Bescheid, sobald mir was einfällt.« Mit diesen Worten nahm ich meine Sachen wieder an mich und ging in die Wohnung zurück. Ich schloss die Tür hinter mir. Dann riss ich sie wieder auf und rannte zurück und rief Sonja, die sich schon ein Stück weit entfernt hatte, hinterher. »Sonja, was war denn mit dem Türschloss? Habt ihr die Tür eingetreten oder war es schon kaputt, als ihr angekommen seid?« Überraschend behende drehte sie sich auf ihrer Unterschenkelprothese um und rief zurück. »Eingetreten!« Dann drehte sie sich erneut um und setzte ihren Weg fort. Eingetreten. Vom hohen Volk. Das bedeutete, dass die Vampire einen Schlüssel zu der Wohnung gehabt haben mussten. Entweder das, oder dass die Tür offen gestanden hatte, aber das war wohl eher unwahrscheinlich. Ich stellte mir die Chronologie vor wie folgt. Der Bewohner der Wohnung war Dialysepatient. Als es mit der Durchführung seiner Behandlung immer schwieriger geworden war, war vermutlich irgendwann Frau Doktor an ihn herangetreten und hatte ihm die Möglichkeit eröffnet, in ihrem wunderbaren Unternehmen einen Platz zu bekommen, und er hatte eingewilligt. Er hatte aus der Wohnung mitgenommen, was er brauchte, und sie in Ordnung gebracht. Wann das gewesen war, spielte eigentlich keine Rolle. Dann, irgendwann, waren wir gekommen. Wanda, Mariam und ich, und hatten alles für diese Leute durcheinander gebracht, hatten es ihnen unmöglich gemacht, in gewohnter Manier weiterzumachen. Sie mussten ihren Vampirbau verlassen, aber irgendwo mussten sie doch unterkommen. Und da hatte er sich an seine Wohnung erinnert. Hier konnten sie in Ruhe und sicher vor zufälliger Entdeckung tun, was sie tun mussten. Natürlich war die Wohnung zu klein und viel zu nahe am Gebiet der Poliklinik und des hohen Volkes, um sich gänzlich hier niederzulassen, aber für diesen einen widerwärtigen Überfall, für diesen einen blutigen Beutezug war die Wohnung geeignet gewesen. Und ob dieser Vampir nun aus Reue oder aus Gewohnheit die Spuren ihres Tuns weggewischt hatte, spielte wirklich keine Rolle.
Ein Zimmer hatte ich noch nicht begutachtet. Das Wohnzimmer. Einen Schrank nach dem anderen öffnete ich. Eine Schublade nach der anderen zog ich heraus. Als erstes stellte ich fest, dass der Besitzer der Wohnung Hubert Bramstedt hieß und 73 Jahre alt war. Dann, nachdem ich mich durch alte Telefonrechnungen, Mahnungen und Steuerbescheide gewühlt hatte, fand ich endlich den Aktenordner, der mit seiner Krankheit zu tun hatte. Hubert Bramstedt war tatsächlich Dialysepatient. Es hatte ihn relativ jung erwischt, mit 45, und seitdem war er in verschiedenen Einrichtungen behandelt worden. Schon erstaunlich, was die Vorkriegsmedizin zu leisten imstande gewesen war. Einmal mehr fragte ich mich, wie es nur werden sollte, wenn irgendwann alle Gustavs und Vampirdoktorinnen, alle Ärzte ausgestorben wären, ohne Nachwuchs ausgebildet zu haben. Aber das war im Moment uninteressant. Viel interessanter waren die Adressen der Einrichtungen, in denen Bramstedt behandelt worden war. Es waren 8 an der Zahl, die letzten 3 davon in Heidelberg, dann Weinheim, Firnheim, Mannheim, Hechingen und Stuttgart. Wenn man nun davon ausging, dass Heidelberg für die Vampire verbrannter Boden war und dass sie sich, so wie es den Anschein hatte, nach Norden hin bewegten, fielen Hechingen und Stuttgart aus. Es blieben Weinheim, Firnheim und Mannheim, wiederum natürlich vorausgesetzt, dass sie unbedingt ein Dialysezentrum brauchten. Ich versuchte mich zu erinnern, was sie an medizinischem Gerät mitgenommen hatten, als ich beobachtet hatte, wie sie ihren Bau verließen. Ah, meine Erinnerung war unscharf. Scheiße. Mir war klar, dass das alles keine wirkliche Spur war, aber es waren Möglichkeiten. Und wenn ich die Formel für das Gegengift, das Gustav brauchte, aus dieser elenden Schlampe herausprügeln wollte, hatte ich keine andere Möglichkeit. Ich brauchte ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug und ein paar Leute mit Waffen.